Ich darf Sie mal wieder ganz herzlich zu meinen Augsburg-Geschichten begrüßen. Und zwar zu Folge 104. Und in der soll es heute im wahrsten Sinn des Wortes um einen Überflieger gehen, der 1931 von Augsburg aus einen ersten Vorstoß in Richtung Weltall unternimmt. Schon 1930 verfolgt die Weltpresse gespannt die Vorbereitung des Schweizer Professors Auguste Piccard, der von Augsburg aus als erster Mensch mit einem Ballon in die Stratosphäre aufsteigen will. Unbemannte Forschungsballone waren zwar bereits in dieser Höhe vorgestoßen, doch bisher endeten alle bemannten Versuche letztlich tödlich. Dabei geht es Piccard weniger darum, irgendeinen Rekord aufzustellen, sondern er möchte in bisher von Menschen nie erreichten Höhen die dortige Höhenstrahlung messen, um Beweise für eine der Theorien seines Freundes und Studienkollegen Albert Einstein zu liefern. Auguste Piccard, am 28. Januar 1884 in Basel geboren, schmiedet bereits seit 1912 an Plänen für einen Höhenballon, der ihm als fliegendes Labor dienen soll. Als Besitzer einer Ballonfahrerlizenz unternimmt er auch erste Versuche im Freiballon. Als Professor für Physik an den Universitäten von Zürich und später Brüssel verblüfft er seine Studenten damit, dass er während seinen Vorträgen mit der einen Hand technische Apparaturen an die Tafel skizziert und gleichzeitig mit der anderen Hand den dazugehörigen Text an die Tafel schreibt. Nachdem die Finanzierung des Projekts gesichert war, gibt Piccard am 13. Februar 1930 bei der international renommierten Ballonfabrik Riedinger in Augsburg eine Ballonhülle in Auftrag, die mit einem Fassungsvermögen von rund 14.000 Kubikmetern etwa 7-mal größer als die eines herkömmlichen Freiballons werden soll. Als Gondel konstruiert Auguste Piccard eine Aluminiumkugel mit gut 2 Metern Durchmessern, deren enge Einstiegsluken hermetisch verschließbar sind. Damit gilt diese Kugelgondel, die übrigens als Nachbau im Ballonmuseum in Gersthofen bestaunt werden kann, gilt diese Kugelgondel als die erste funktionierende Druckkabine für große Höhen. Am 9. September 1930 wird der geplante Start wegen widriger Luftdruck- und Windverhältnisse abgebrochen. 5 Tage später sitzen Piccard und sein Assistent Paul Kipfer bereits in der Aluminiumkugel, als plötzlich starke Windböen den Start zum zweiten Mal vereiteln. Und diese Szene hat Fritz Döllgast in einer Skizze festgehalten. In der Zeitung vom 25. September 1930 wird über einen neuen Starttermin spekuliert. Bei einer unbeständigen Wetterlage wird der Start wohl kaum noch im Laufe dieser Woche vonstatten gehen, es sei denn, dass die Meteorologen Beständigkeit melden. Sie haben wohl keine Beständigkeit gemeldet. Es wird noch etwas dauern, und zwar bis zum 27. Mai 1931. In der Nacht wurde auf dem Betriebsgelände der Firma Riedinger in der Ausstraße mit der Befüllung der etwa 800 Kilo schweren Ballonhülle mit Wasserstoffgas begonnen. Allerdings etwa nur zu einem Siebtel des Ballonvolumens, da sich die Hülle durch den geringeren Luftdruck mit zunehmender Höhe erst allmählich ganz aufblähen wird. Die gesamte Vorbereitungszeit wird übrigens von einem jungen Fotografen festgehalten, dessen Lehrlingszeugnis ich hier habe, der am 18. Mai gerade 16 Jahre alt geworden war und im Verlag Haas und Grabherr als Lehrling beschäftigt ist. Alfred Eckert. Und in meinem Archiv befinden sich auch einige seiner originalen Fotografien. Hier haben wir die Ballonhülle. Hier wird noch an der Gondel das eine oder andere gearbeitet. Hier steigt Professor Piccard bereits in die Gondel. Und auf diesem Foto ist er bereits in der Gondel und es wird ihm irgendeine Tasche mit wahrscheinlich Instrumenten nachgereicht. Kurz vor 4 Uhr morgens besteigen also Piccard und Kipfer die enge Gondel unterhalb der halb gefüllten Ballonhülle oder seinem Siebtel gefüllten Ballonhülle, die etwa 40 Meter in die Höhe ragt. Um 3.57 Uhr schießt der Ballon mit etwa 10 Metern pro Sekunde nach oben.
was für Picard und Kipfer überraschend kommt, da sie den Startschuss nicht gehört hatten. Entsetzt müssen sie bald feststellen, dass sich in der Aluminiumgondel ein kleines Leck befindet, das sie mit einer Mischung aus Vaseline und Fäden von Putzlappen stopfen können. Gegen 16:30 befindet sich der Ballon bereits in einer Höhe von 15 Kilometern. Weltrekord. Die Außentemperatur beträgt etwa minus 50 Grad Celsius, in der Gondel sind es um die 7 Grad. Bis 11 Uhr steigt die Temperatur in der sonnenbeschienenen Gondel allerdings auf schweißtreibende 40 Grad. Um etwa 8 Uhr erreicht die Gondel ihre Maximalhöhe von 15.781 Metern. Zwar können Picard und Kipfer etliche Messungen unternehmen, vor allem sind sie aber mit Problemen konfrontiert. Gegen 6:30 müssen sie feststellen, dass die Ventilleine, mit der für eine Landung Gas aus dem Ballon abgelassen werden kann, klemmt. Eigentlich war die Landung für den Nachmittag geplant, aber um 14 Uhr notiert Picard: unbegreiflich, dass der Ballon nicht sinken will. Da es keine Funkverbindung zum Boden gibt und der Ballon durch Wolken, auch mit einem Fernrohr, nicht zu sehen ist, tauchen wilde Gerüchte über eine Notlandung oder gar einen Absturz des Ballons auf. Paul Kipfer notiert: doch etwas wissen wir, dass wir mit der Sonne sinken werden. Wir wagen es kaum zu glauben. Wir müssen sicher bis 8 Uhr bis zum Sonnenuntergang warten. Wir rechnen nach, ob unser Sauerstoffvorrat genügen wird. Um 20 Uhr befindet sich der Ballon immer noch auf einer Höhe von etwa 12 Kilometern. Doch mit dem Untergang der Sonne und dem dadurch geringer werdenden Gasvolumen beginnt der Ballon endlich zu sinken. Um 21 Uhr setzt die Gondel endlich ziemlich unsanft auf dem Gletscher bei Obergurgl im Ötztal auf. Hier haben wir eine Dokumentation drüber. Aber die beiden Wissenschaftler, die mittlerweile als verschollen gelten, bleiben unverletzt. Übrigens haben wir auch diese Landschaft, in der die Gondel dann landet, im Ballonmuseum nachgebildet. Dass die beiden Aeronauten unverletzt bleiben, mag an ihren abenteuerlichen Sturzhelmen liegen, die schlicht und ergreifend aus einem Kissen auf dem Kopf mit einem Brotkorb drüber bestehen, der dann unterm Kinn festgebunden wurde. Erst am nächsten Tag werden die beiden, die die kalte Nacht auf dem Gletscher verbringen müssen, entdeckt. Zum Glück war die ockergelbe Ballonhülle auf dem Gletscher vom Tal aus erspäht worden und Martin Grüner, Hugo Strein und Hans Falkner machen sich auf den Weg, auf den Aufstieg. Gegen 11 Uhr kommen sie an der Landungsstelle an und werden von Picard und Kipfer, die sich aus der Gondel begeben hatten, begrüßt. »Wo sind wir? In der Schweiz? In Italien? Oder in Österreich?«, fragt Picard erschöpft. Der Weg nach Obergurgl, der Abstieg, dauert normalerweise 2 Stunden, aber mit den beiden müden und erschöpften Aeronauten, die immer wieder gestützt werden müssen, dauert's gut 5 Stunden. Die Sensationsnachricht geht um die Welt. Die Gondel bleibt vorerst auf dem Gletscher. Hier haben wir noch ein paar abfotografierte Zeitungen. Bleibt auf dem Gletscher und wird erst nach dem Sommer abtransportiert. Und in diesem Sommer ist auch Ludwig Schüssler, der später die Schwester meiner Mutter heiraten wird, zum Skifahren auf dem Gletscher. Und hier sehen wir ihn mit einem Freund auf der noch nicht geborgenen Gondel im Gebirge. Hier habe ich das Ganze noch mal etwas größer fotografiert. Daneben übrigens das Denkmal für Picard und Kipfer in Obergurgl. Noch in diesem Jahr 1931 erscheint im Verlag Haas und Grabherr ein Buch über Professor Picards Forschungsflug in die Stratosphäre, natürlich mit etlichen Aufnahmen, die Lehrling Alfred Eckert gemacht hatte. Nachdem sich Picard und Kipfer in Obergurgl etwas erholt haben, kommen sie am 31. Mai 1931 zum Ausgangsort ihrer Unternehmung
nach Augsburg zurück, wo sie von einer riesigen Menschenmenge begrüßt werden. Vor dem Hotel Bayerischer Hof, wo die beiden abgestiegen waren, fordert die Menge immer wieder: Wir wollen Picard sehen, wir wollen Kipfer sehen. Und natürlich zeigen sich die beiden Umjubelten auch. Anschließend begeben sich Picard und Kipfer übrigens als Ehrengäste von Max Casimir von Grafenreuth ins Schloss nach Affing, wie ein Eintrag im dortigen Gästebuch belegt. Picards Verbundenheit mit Augsburg bleibt auch nach seinen weiteren aufgestellten Rekorden bestehen, wie sein Besuch in der Ballonfabrik Riedinger im April 1957 belegt oder wie auch ein Schreiben an Alfred Eckert aus dem Jahr 1961 belegt. Das Abenteuergehen und die Verbundenheit zu Augsburg sind auch in der übernächsten Picard-Generation gegenwärtig, wie Enkel Bertrand Picard nach seiner Weltumrundung im Ballon 2004 bei seinem Besuch im Freiballonverein betont. Augsburg ist in Erinnerung für meine ganze Familie wichtig, nicht nur für meinen Großvater. Und weiter? Mein Großvater Auguste Picard hat von Augsburg aus die größte Höhe erreicht. Mein Vater mit seinem U-Boot die tiefste Tiefe. Da musste ich wenigstens die weiteste Strecke zurücklegen. Und über diese ganze Picard-Familie mit ihren Abenteuern und Rekorden gibt es auch ein im Weltbildverlag erschienenes Buch. Keine Ahnung, ob das noch verfügbar ist. Der erste Aufbruch in Richtung Weltall startete 1931 mit Picard und Kipfer von Augsburg aus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal unter Freunden und Verwandten verteilen. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.